Könnte echt meinen, ich bin notgeil, ne? Dabei bin ich's auch. Klar, Spaß, bitte beruhigen Sie sich. So! Hey, Dude! Ja, ist okay. Ja, hier haben wir so eine Art Gargoyles. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie damals kanntet. Ja, das sind die, die immer tagsüber zu Steinen wurden und abends konnten sie dann rumflattern. Wir sind gerade auf den Dächern unterwegs. Ja, als gelernter Dachdecker fühle ich mich hier heimisch. Keine Frage. So, wir gehen mal weiter. Hier haben wir ein bisschen Aufzug. Ja, wo der hinführt, haben wir natürlich schon gesehen. Aber wir werden es gleich nochmal sehen. Keine Sorge. No questions asked. Grüße. Ich wusste, dass der da kam. Fucking knew it. Sind wir das nicht alle etwas? Was heißt nur etwas? Hallo? Ich bitte dich. Oh, krasse Reflexe. Oh boy. Awesome Marito. Awesome Marito. Ich sage es euch. Also Reflexe sind gut. Zielen ist kacke, ja? Ja, zwischen schnellen Reflexe haben und gut zielen sind zweierlei Dinge. Kristalliner Flügel. Guck mal, was ich alles hier mitnehme. Noch so einen heftig großen Flügel. Einfach mal kurz in die Hintertasche. Zu 200%, ja, definitiv. Definitiv. Ja, wenn gerade nichts zum Bespringen da ist, ja, dann treibe ich es auch wild mit meiner Matratze oder meiner Decke. Einfach zwischen die Beine und los geht's. Ich stehe morgens schon mit einer Latte auf und ich meine nicht den Kaffee. Yes. Yes. Ja, vor dem ersten Kaffee, ja, hatte man schon 3 Latten. Weißt du Bescheid? Irgendwie so. Und da sagen sie eigentlich immer so, wenn man älter wird, dann wird das weniger. Das sagen sie wahrscheinlich nur, dass die Frauen das mitbekommen, damit die nicht denken, so, was ist das für ein Creep, ja? 20 Mal am Tag sich selbst anfassen. Ja, damit die denken so, ja, gut, je älter die werden, desto gesetzter werden die. Nein, das geht so weiter. Das ist was nachlässig, ich bitte euch. Macht viel zu viel Spaß. Das macht einfach viel zu viel Spaß. Das ist wirklich einfach nur, um die Frauen zu beruhigen. So von wegen so, ja, ach, im Alter lässt das nach, ja. Stehst du eigentlich? Yes, ich stehe. So heftig. Auf Frauen. Mopralla. Vielleicht auch das. Nein, aber ich stehe. Vollkommen richtig. Deswegen kann ich mich hier gerade auch so heftig, heftig schön rumbewegen. Nebenbei Kniebeugen machen, die ordentlich wehtun, aber that's a total different topic. So. Maske des Zorns. Nicht nur er steht, yes. Ich habe ihn quasi als Ständer vorne abgelegt. Ja, ich kann mich nach vorne lehnen. Und ich stehe wie eine Eins. Wie eine Eins. I tell you. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe den auf dem Boden abgestellt, nicht am Tisch. Ja, um Missverständnis aus der Welt zu räumen. Missverständnis aus der Welt zu räumen. So. Dann machen wir Ufta. Mal Ufta, ich muss da mal runter. Let's go. So, das müsst ihr jetzt rein theoretisch schon kennen. Was wir jetzt gleich sehen. Dauert halt eine Weile. So, das war doch direkt am Anfang vom Schloss. Ja, jetzt kann man mich den auch verwenden. Ist doch super. So, ich glaube, 2 haben wir jetzt schon weggenockt, ne? Welche 2 sind denn das? Welche 2 haben wir jetzt weggenockt? Welche ist noch übrig? Das soll ja die Töchter darstellen. Wobei ich echt sagen muss, auf den Bildern, man sagt dann normalerweise, auf den Bildern sieht man meistens immer besser aus als im reellen Leben. Ich weiß nicht, ich finde die im reellen Leben irgendwie geiler. Vielleicht einfach, weil die da so ein bisschen verrucht böse sind. Vielleicht haben die einfach diesen sexy Aspekt. Ja, vielleicht macht der nochmal so ein bisschen die hübscher. Also vielleicht nicht hübscher, aber dann sexier. Ja, vielleicht reicht das aus. I don't know. Lästige Missgeburt! Grüße, ich muss weg. Tschüss! Du willst, hast du mich gerade Missgeburt genannt? Oh, okay, never mind. Mach ruhig. Ja, ich bin aber weg. Ich muss kurz noch die letzte Maske holen, Freunde. Ja, damit sie mir gleich die Frage stellen kann, warum machst du denn eine Maske auf? Kleiner Spaß. Am Rand.
Hier müssen wir nicht nochmal rein. Hier brauche ich, glaube ich, den Schlüssel. Yes. Yes, yes, yes. Entriegelt, Freunde. Erstmal alles kaputt machen und hier haben wir die letzte Maske. Die Maske der Verzückung. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir noch was zu lesen? Ich glaube nicht, ne? Hier haben wir mal einen Silberring, ne? Oh, ja, egal. Können wir alles so verkaufen. Manche Sachen kann man auch kombinieren. Dann sind die wertvoller. Aber ihr habt gesehen, ich bin eh schon rich. Deswegen ist es jetzt nicht ganz so wichtig. Ja, wisst ihr Bescheid. So, jetzt muss ich mal gucken. Okay, das passt schon. Ich war besorgt, meine Schwestern hätten sich bereit. Ach, guck, da ist er. Ist dir kalt? Du hast die Jagd verdorben. Bitte beruhigen Sie sich. Au, 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 au. Sag tschüss. Ich lass dich nicht gehen. Du gehörst mir. Nur mir. Du Schätzchen, das haben deine Schwestern auch schon gesagt. Kranke Hexe. Haben die? Weiß ich gar nicht. Aber vielleicht schon. So, jetzt haben wir 3 Torsos von 3 Mädels, ja? Plus ein paar Flügel, plus nochmal ein paar Schädel. Das ist irgendwie schon ein kranker Scheiß, ne? Kranker Scheiß. Aber das brauche ich nochmal, beziehungsweise muss ich nochmal aufrufen. Denn bei der Jagdtrophäe kann ich hinten ein bisschen was abschrauben. Yes! Yes, yes, yes. Denn was wir jetzt gerade nicht gesehen haben, das werde ich euch jetzt gleich mal nochmal zeigen. Aber vorher nehme ich nochmal die ganzen Bomben, Rohrbomben hier mit. Da gibt es nichts mehr. Okay, sweet. Let's go. Hier, aufgrund der Tatsache, dass wir hier die Maske genommen haben, ist da die Tür zugegangen. Ja, das habt ihr vorhin nicht mitbekommen, weil ich mich nicht umgedreht habe. Jetzt wisst ihr das. Jetzt wisst ihr vielleicht auch, wofür wir die Jagdtrophäe mitgenommen haben. Denn die Maske an sich brauchen wir ja. Okay, jetzt sollte ich hier rauskommen. Hat jetzt auch schon wieder so ein bisschen religiösen Flair, ne? Wobei, hat es auch vorher in der Theorie. Okay. Okay, Freunde. I think we're good to go. Jetzt haben wir alle Töchter von ihr weggeflankt. Würdest du wahrscheinlich jetzt nicht ganz so geil finden, aber sagen wir mal ehrlich, ist doch jetzt auch egal. Irgendwie. Aber ich glaube, wir haben doch noch ein paar Schriftsätze vergessen zu lesen irgendwie. Also ich meinte tatsächlich, dass da nochmal irgendwie was war. Die zukünftigen Erbinnen des Hauses Dimitrescu. Bitte beruhigen Sie sich, ja? Vernichtet. Alles wird wieder gut. Von einem wie dir? Bitte, bitte beruhigen Sie sich. Warte mal, von hier. Okay, da. Oh, 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 hey, Lady! Lady! Ich glaube. Zeit zu sterben! Time to die! Ich glaube, die hat auch schon länger nicht mehr, ne? Ich glaube, also, es fühlt sich gerade so ein bisschen, als ob die auch so ein bisschen unbefriedigt ist. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ist sie bei mir genau an der richtigen Adresse. Ich hab da was dagegen. Oh, ho, oh, go! Oh. Nicht von Ratiofarmen, aber so generell. Wie stehen die Dinge? Keine Spur von Rose. Ich war wohl keine große Hilfe. Bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Wow. Brauchst du irgendwas für deine weitere Reise? Nö. Ho! Wow! Aber hier kommt sie nicht rein. Guck mal, die stolziert da jetzt die ganze Zeit lang. Komm, zeig uns mal deinen Po. Zeig uns deinen Po. Zeig uns deinen Po. Oh yeah. Oh yeah! Sorry, ich bin. Die zukünftigen Erbinnen des Hauses Dimitrescu vernichtet? Von einem wie dir? Oh, hi! Huh! Au! Holy shit! Naja. Gut. Das hätte jetzt. Also, der hätte jetzt nicht sein gemusst. So, wir können mal kurz einmal zwischenspeichern. Und hier haben wir jetzt nochmal das Spiel, was wir jetzt einmal machen werden. Zumindest mal einmal. Denn dafür haben wir jetzt auch die Kugel. Ja, dann fällt sie da oben raus. Dann kann man hier den ganzen Dreh hier so ein bisschen drehen. Dann kommt die da runter. Dann kann man es hier so ein bisschen runter machen. So. Erstes, glaube ich, noch mit unter eins. Oh, der Leiche. Oh Gott, der leichtesten. No, müssen wir hier ein bisschen ausbalancieren. Okay, das passt schon, passt schon, passt schon. Okay, okay, okay. Warte mal. Jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Das Ende ist immer so ein bisschen tricky. Das Ende ist immer so ein bisschen tricky. Ja, und davon gibt es halt. Na, warte, 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 warte. So also ein bisschen nach vorne. Hier gibt es nämlich. Oh Gott, mehrere. Nein, nein!
Okay, versuchen wir es nochmal. Also die ganzen anderen Labyrinthe sehen halt anders aus. Ja, das ist halt das Schloss. Ich habe gedacht, das wäre das Leichteste. Scheinbar nicht. Passt schon. Passt schon, Freunde. Passt schon. Oh, oh, oh Gott. So, durch, 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 durch. Sind wir wieder da. Boah, ich glaube, es war ultra clever, was ich gerade gemacht habe. Dass ich einfach auf Fullspeed gemacht habe. Jetzt kann ich mir ganz, ganz langsam hier einfach so, 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 guck mal hier und dann, ah, oh, easy peasy. Dankeschön, Dankeschön, vielen Dank. So, jetzt haben wir hier einen roten Schädel. Ja, also ein bisschen Leichenflatterei, das ist ja die, also eine von den Frauen von dem einen Typen da, dessen Name ich nicht aussprechen kann. Und das leuchtet jetzt schön, guck mal, sieht aus wie Hogwarts. Sieht aus wie Hogwarts. So, cool. Glaube, der und Dimitrescu haben schon mal einen Special Deal. Deswegen ist er wahrscheinlich so am Stöhnen. I don't know. Hey, du! Wo ist sie? Wo ist sie? Große Frau? Die ist, glaube ich, hier irgendwo. Ich habe hier schon wieder bedrohliche Musik. Ich meine, gut. Ist es mir egal. Die werden wir später eh nochmal sehen. Bis wir gleich. Kleiner Spoiler. Wir müssen nämlich erstmal da lang. Ja, denn hier gibt es noch mal ein paar Vasen, die wir kaputt machen können. So, jetzt können wir sie suchen. Nein, Mann, Spaß. Wir müssen hier weiter. Okay, never mind. Wir haben hier noch mal eine weitere Tür. Aber diese Tür ist nicht verschlossen gewesen. Das heißt, wir haben bisher trotzdem nur eine Metalltür gehabt, die verschlossen war. Die quasi das Geräusch abgegeben hat, von wegen, hey Mensch, ich bin verschlossen. Ja, also von daher ist trotzdem der Counter noch bei 1. Habe ich jetzt gerade mal so festgestellt. So. Okay. Scheinen krasse Fenster zu sein, die gehen nicht aufzuschießen. Warum war das gerade so komisch geruckelt? Ich weiß es nicht. Egal. So, nochmal ein bisschen Leichenflatterei. Sind wir ja mittlerweile gewohnt. Kriegen wir alles hin. Hallo, hallo, hallo. Ja, hier ist quasi der Ex-Lover von der Dimitrescu. Hatte schon mal keinen Bock mehr auf sie, deswegen hat er schon einen Dolch dabei. So, wir haben nichts hinter uns. Aber wir sind ja Magier. Und jetzt nehmen wir quasi den Dolch und passt auf, was passiert. Du hast alles ruiniert! Scheiße! She's an angel! Alrighty. Neuer Look. Viel besser als der alte. Psycho-Hexe. Krasser Scheiß. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand sie vorher ein bisschen ansprechender, aber dafür hat sie jetzt einen Mund, der ungefähr ausreichend wäre, von der Größe her. Wisst ihr Bescheid? Na komm, Hübsche, komm. Komm ran da. So, jetzt gibt's auch nochmal eine Vorliebe von mir. Immer von hinten. Die ist ein bisschen zu groß, die kann sich jetzt leider nicht drehen. Ich glaube, jetzt aber hinterher. Mal gucken, wo sie hingehen. Mann. Effektiv kann ich dir jetzt gerade noch nicht mal großartig ihr keinen Schaden zufügen. Erst wenn sie jetzt fliegt. Also quasi jetzt. Blut. Okay. Sie hat Bock, habe ich das Gefühl.
Die hat Bock. I tell you, I tell you. Ja, sieht definitiv nicht mehr ganz so sexy aus. Definitely not. So, wir gehen mal nach oben, Freunde. Machen erstmal wieder alles kaputt. Ich müsste auch gleich mal wieder ein bisschen was verkaufen, ne? Ich glaube, ich bin schon fast wieder ziemlich voll. Don't be shy. Don't be shy. Ja, dann mach doch. Mach doch. Mach doch. I am the devil. Es ist zu spät. Du siehst deine Rose nie wieder. Was dir bleibt, ist Und so einen Sturz überleben wir. Easy peasy. Ja, einmal kurz abstauben, dann können wir gleich wieder weiter. Verflucht seist du! Tja, Freunde, was will ich euch sagen? Jetzt haben wir auch nochmal ihren Körper. Viel awesome. Spaß in der Hölle. Yeah, viel Spaß in der Hölle. Da ist zumindest ordentlich heiß. So, was haben wir denn hier Schönes? Ich komme hier wohl endlich raus. Yes, let's go. Ein dreckiges Glasgefäß. Was es damit auf sich hat, das werdet ihr gleich noch sehen, Freunde. Es ist sehr, sehr verstörend. I promise you. Rose. It will be pretty disturbing. So, was haben wir hier noch Schönes? Hier haben wir noch einen Schriftsatz. Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bringen Sie in das Haus mit dem roten Schornstein. Geh durch die Höhle, dann durch die Ruine runter ins Dorf. Die mit dem roten Schornstein. Never mind. So, wir können mal einen Zwischenspeichern. Let's do it. Was haben wir hier drin? Oh, ein Hauch von gar nichts. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal weiter, würde ich sagen. Und zwar da lang. Klassische On-Off-Beziehung mit ihr? Yeah, it happens, it happens. Ich habe halt auch echt einfach einen sehr hohen Frauenverschleiß. Ich weiß nicht warum. Die halten halt einfach heutzutage nicht mehr so viel aus. Da machst du nichts. Ja, und der Lebowski, auch dir einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du auch da bist. Ich hoffe auch, du bist gut ins Wochenende gestartet. Oh. Au. Fischen wie ein Mann, sagt er. Oh, erst nachladen, Freunde. Jetzt! Fischen wie ein Mann. Oh, yes. Ja, gut, das kann man auch machen. Das ist halt für diese Rezepte, die man beim Duke machen kann. Haben aber eh schon alles freigeschaltet, also von daher. Hört unsere Stimme. Vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Ja, das Gebet kennen wir ja schon. Im haben wir Angesicht im Haus gehört. Des Mondes in dunkler Nacht erbringen. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht ersehnen wir das erlösende Licht. Im Leben wie im Tod preisen wir Mutter Miranda. Mother Miranda. Kennen Sie mich? Ich bin in dem Schloss fast verreckt. Bitte, sagen Sie mir, was hier los ist. Kann denn ein Mensch nur fast sterben? Yes. Ich habe keine Antwort darauf. Kommen Sie schon. Und keine Spur von Rose. Wo hat Miranda sie hingebracht? Du kommst zu spät. Oder nur fast zu spät. Wow, das Kind die ist lustig. Wird geopfert. Leben für Leben. Was für ein Bullshit ist das denn? Sie ist noch ein Baby. She's die Siegel babe. Der vier Kinder mögen dir den Weg eröffnen. Bitte, ich brauche keine Rätsel. Ich will nur meine Tochter. Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. True that.
Too bad. Moment mal. Das kenne ich doch. Hey, warten Sie. Wait. So, hier haben wir jetzt nochmal die ganzen vier Fürsten aufgezählt. Ja, hier haben wir die Lady Dimitrescu, ja, Haus Dimitrescu. Erinnert mich so ein bisschen an Game of Thrones, ne? Haus Stark, Haus, okay, whatever. Haus Dimitrescu, Haus Beneviento, Haus Heisenberg. Der ist übrigens, glaube ich, so echt tatsächlich ein Deutscher, ne? Wenn man das mal so überlegt. Ich habe es ja schon mal einmal im Englischen durchgespielt. Gut, bei 10 durchlaufen. Passiert es vielleicht mal. Da lesen wir ja später auch was von ihm. Und da hat er Bezeichnung auch in Deutsch. Ja, genauso auch wie sein Name ja durchaus auch schon Deutsch klingt. Ja, mit dem Berg zumindest mal. Was jetzt heißen genauso heißen soll, weiß ich nicht. Aber ist jetzt auch egal. Und Haus Moreau. Da wisst ihr schon mal Bescheid. So, hier nehmen wir kurz einmal den Schlüssel mit, den die Frau da, also die Omi, dann netterweise mal reingelegt hat. Aber Karl, das tötet Menschen. Oh, das wusste ich nicht. Das wusste ich jetzt nicht. Das ist ja jetzt echt peinlich. Ja, das ist jetzt echt doof gelaufen. So, jetzt können wir nämlich hier auch mal durch. Ja, das Schloss haben wir jetzt hinter uns, Freunde. Ich muss ehrlich sagen, zumindest mal meine Meinung, das Schloss finde ich halt wirklich als schönste Location. Ja, nicht als schönst gestaltete, beziehungsweise auch schön gestaltet natürlich auch, aber ich fand das Schloss jetzt auch als schöne Location. Ja, das könnt ihr ja mal selbst vergleichen. Wir sehen jetzt auch noch andere Gegenden von den anderen Fürsten. Ja, von Beneviento, von Moreau und von Heisenberg. Da könnt ihr ja zum Schluss mal entscheiden, was ihr findet oder was ihr halt am besten findet. So, achso, hier hat man übrigens, ich gucke mich gerade zu wenig um, weil ich immer davon ausgehe, okay, ihr kennt das eventuell schon. Ja, hier haben wir so ein bisschen was von Herr der Ringe, ja, beziehungsweise mit diesen Figuren. Sollen in dem Fall dann aber die vier Fürsten darstellen. Und hier haben wir auch noch ominöse Stellen, um irgendwas draufzupacken, was wir eigentlich noch nicht haben. Naja gut, wo soll ein Fisch auch schon leben? Ach so, ja gut, das stimmt. Im Wasser halt. Aber vielleicht ist es ja sowas wie, keine Ahnung, Ariel, Atlantis, sowas. I don't know. Wobei, ich glaube, es wäre zu romantisch gedacht, oder? So ein kleines Unterwasserdorf nochmal extra für Moreau. Aber wir wissen ja auch nicht mal, dass es ein Fisch ist. Warum spoilerst du? Und warum steige ich sogar noch mit drauf ein? Und warum kann ich alle so easy peasy sterben? Töten, meine ich. I don't know, guys. I don't know. Ich loote jetzt auch. Ja, den loote ich noch, aber ansonsten loote ich hier nichts. Den auch noch. Aber nur, weil er auf dem Weg lag. Wir haben ihn doch am Anfang gesehen, als Heisenberg dich gefangen hat. Ja gut, aber er sah ja nicht aus wie ein Fisch. Er sah halt aus wie der Glöckner von Notre Dame. In Fett. Wieso? Da bist du. Hab mir gedacht, dass du hier auftauchen würdest. Das war alles umsonst. Ach ja? Dabei hast du doch etwas Wertvolles gefunden. Ja. Ich weiß ja nicht. Nun ja, du hältst quasi deine Tochter in den Händen. Schon sehr creepy, die Aussage. Sieh genau hin. Take a look at it. Look at it. Mach mal sauber das Teil. Dieses Gefäß scheint ihren Kopf zu enthalten. Dann ist er nicht ganz so schlimm. Der hält bestimmt viel aus. Kann man kurz mal ein bisschen hin und her schleudern. Rose ist... Ich will es nicht hören! Das... Nein, unmöglich! Das kann nicht sein! Der Geist deiner Tochter ist noch intakt. Ihre Kräfte sind wirklich einzigartig. Wer würde sowas tun? Du kannst sie immer noch retten. Retten? Wie denn? Sind sie verrückt? Im westlichen Teil des Dorfs ist ein Haus mit einem roten Schornstein. Aha. Geh zu dem Mann, der dort lebt. Danach können wir unser Gespräch fortsetzen. Kommen Sie schon. Halten Sie mich nicht zum Narren. Du brauchst mir nicht zu glauben. Aber hast du eine andere Wahl?
Wow. Rosemary Winters. Der Kunde ist schließlich König. Nicht wahr? Ja, das ist so ein klassischer Fall von... Wenn Sie mich verarschen. Verdammter Witzbold. Wir gerade zugekommen. Wir haben erst die erste Fürstin platt gemacht. Ja, aber im Notfall kannst du dir das nochmal im Wort angucken. Es ist noch sehr, sehr viel, was vor uns ist, ja. Ganz, ganz wichtig. Und Denadrios, auch dir einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe auch, du hast gut ins Wochenende gefunden. Schön, dass du auch da bist. Ja, was soll ich sagen mit unserem Kind? So ein klassischer Fall von, was ist schlimmer als 5 Kinder in einer Mülltonne? Ein Kind in 5 Mülltonnen. Ja, beziehungsweise jetzt unser Kind in 4 von diesen Gefäßen. Ist beides nicht ganz so geil. So, wir speichern nochmal zwischen. Die Dimitrescu haben wir jetzt ja zu Burgern verarbeitet. So, weiter geht's. Und was ist das für ein dicker Kobold? Das ist hier unser Händler. Das ist mein Best Buddy, das ist der Duke. Ja. Den finde ich immer am geilsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist am geilsten. Ja. So, da müssen wir übrigens hin. Das ist das Haus mit dem roten Schornstein. Wisst ihr Bescheid? So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Is there anything new? Oh, hier. Ah, das war's, was ich vorhin meinte. Tierfreundlich. Tierfreundlich, da sitzt übrigens ein blauer Vogel. Das kann man nur krass sehen, wenn man so krass gute Augen hat wie ich. Und natürlich die Fake-Brille. Einfach nur, damit die Leute nicht wissen, dass ich krasse Augen habe. Something. Maybe like that. Mal alles looten. Erstmal alles looten, Freunde. Was haben wir hier? Wo ist er? Da. Hier, seht ihr? Blauer Vogel. Ja, zu viel Alkohol ist auch nicht gut für Vögel. Ist dein Hemd nicht schwarz? Sorry. Wow! Bitte beruhigen Sie sich. So, jetzt habe ich euch ja nochmal was erzählt gehabt, ja. Zum wegen Acker, Kreuz, Leer. Habt ihr euch ja sicher gemerkt. Und jetzt müsst ihr dann nochmal gucken. Ja, jetzt sind nämlich diese Teile hier gefüllt mit Menschen, die, sag mal, verbrannt wurden. Also voll doof. Also das müssen wir für die Menschen. Für uns ist es jetzt einfach nur ekelhaft. Hallo. Mach mal kaputt. Ja. Hallo. Fall doch einfach um, Mensch, Kind, Jung. Oder was auch immer. Haben wir noch irgendwas? Noch einer? Oh, da ist noch einer. Hallo. Komm, stirb einfach. Just die. Thank you. So, hier haben wir, glaube ich, auch noch ein bisschen was. Bringt aber, glaube ich, auch nur Kohle. Ah, ja, doch. In der Theorie bringt es auch nur Kohle. So, jetzt hat man hier noch ein bisschen was. Können wir eigentlich alles verkaufen. Wir haben ja eh unendlich Munition für die ganzen Sachen, die wir so haben. Von daher ist es gar nicht mal so vonnöten. Ich bin halt einfach so, ich weiß nicht, das ist halt so im Fleisch- und Blutübergang. Immer alles zu looten. Eigentlich bräuchte ich es nicht, ich mache es trotzdem. So, aber was ich jetzt euch eigentlich zeigen wollte, war nämlich hier drinnen. Denn ihr kanntet ja, oder wenn ihr jetzt das eingeschaltet habt, vielleicht nicht. Aber die, die am Anfang dabei waren, die wissen... dass das, was jetzt hier zu sehen ist, nicht in Gänze schon am Anfang da war. Ja, und zwar dieser Laptop. Und hier das Mikroskop und hier die Tasche. Koffer wahrscheinlich, ja. Wir lesen nochmal, was hier drauf steht. Datum 9.02.2021, protokolliert von NH. 11.35 oder 11.35 Uhr Ankunft, keine Anzeichen von EW und RW. Soll wahrscheinlich Ethan Winters und Rosemary Winters heißen. 12.10 Uhr, Dorf infiltriert, Begegnung mit mehreren Biowaffen. Hinweis auf Ethan Winters gefunden. Aufenthalt von Rosemary Winters unbekannt. 13.10 Uhr, Basis in Kirche eingerichtet. Weiteres Vorgehen, LBTDK9, Durchsuchung des Labors NHUE. Analyse der Pilzproben, Alpha-Infiltration der Fabrik. Das sind wahrscheinlich dann einfach irgendwelche Leute, die da gemeint sind. Und die müssen halt dann diese Aufgaben erledigen. Ja, das war halt vorher hier nicht. Na, also in unserer Abwesenheit, wo wir mal kurz so ein kleines Intermezzo mit Dimitrescu und ihren Töchtern hatten, waren auch andere hier fleißig unterwegs. Wisst ihr schon mal Bescheid. So, wir gehen weiter. Wir müssen ja jetzt zum Haus mit dem roten Schornstein. Das heißt, ist das das hier? Was ist das da?
diesen Pusterroter Schornstein. Wo ist er? Da. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin, Freunde. Ja, ganz, ganz wichtig. Aber normalerweise ist es gar nicht mal so leicht. Ich kenne den Weg. Ja, weil ich einfach krass awesome bin und natürlich das Spiel schon, ne? Ich kenne das Spiel. Ich habe das schon mal so halbwegs durchgespielt. Ich habe aus dem Haus mit dem Schornstein einen Schrei gehört. Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet. Also muss ich wohl den langen Weg außenrum nehmen. Wer hätte gedacht, dass das Loch in der Rückwand des Stalls mal nützlich wäre. Wenn ich bis zum Morgen nicht zurück bin, gehe ich schon mal alleine zu Luisa, Vater. Offenbar mag er nicht. Ich habe gehört, Dorf der Schatten mit dem Billo-Messer. Nee. Das Thema ist Dorf der Schatten. Ich habe leicht volles Inventar. Ganz dezent. One-hitten die dich gefühlt schon. Ja, dementsprechend ist das mit dem Messer da immer so eine Sache. Es wird wahrscheinlich ewig 3 Tage dauern. Ich würde mich wahrscheinlich aufregen wie so ein Kesselflicker. Also wäre nichts schön für Mamuschka.